So, dann mal, achso, jetzt hab ich das, dann mal ab ins Video von Sascha. Sieht schon sehr vielversprechend aus. Auch Kuss geht raus an Sascha, dass wir immer auf seine Videos reacten dürfen. Wo diese Tapete, wo diese Gardine ist und diese Heizung? Ich wohne unter der Brücke, wenn man in Stuttgart reinfährt. Aber wo ist diese Heizung? Ist das dann im Obdachlosenheim? Das ist bei meinen Eltern, danke dir. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca Jod dazukommen lassen. Grüße gehen auch wieder heute raus an alle Studenten. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Jodler. Let's go. Meine Freundin hat ihr gutes Aussehen von ihrem Vater. Kann man eigentlich auch eine Stirn verkleinern? Ich liebe Mozzarella. Denkst du, das geht? Bestimmt, oder? Vielleicht, wenn man den Haaren wachsen, ein bisschen runter. Genau, habe ich auch gerade angedacht. Oder die Augen rausnehmen und ich so weiter oben. Okay, nein, du vergrößerst einfach die Augenlöcher, dann hältst du dich so auf. Das sind so eine Augenhöhle hier. Sieht man aus wie so eine Manga-Figur, einfach die ganze Zeit überrascht guckt. Wie aus den Zeichentrickserien. Aber was macht man eigentlich mit den weißen Bällen, wenn man die Tüte ausgetrunken hat? Raus! Scheiß Studentenhumor. Irgendein Vater in 10 Jahren zu seinem 6-Jährigen. Digga, no front, aber du bist so lost, Junge. Komm mal klar und mach die Basics. Und da würde ich mir wünschen, dass Marcel schon seinen eigenen Sohn hätte. Baby, hau mir auf den Arsch. Yay! Und rein dann, zack, zack. Ja, schon, aber ich habe da so mein eigenes Stockwerk. Also eigentlich wie meine eigene Bude. Jeder Typ Ende 20, der noch bei Mutti wohnt. Lazzo, du hast noch 3 Jahre, bis man sagen kann, dass du Ende 20 bist. Mach was daraus. X-Ray mit 3 Euro. Sieht aus wie Moos auf Wish. Also ich habe mein eigenes Stockwerk. 17-Jährige schreibt 0,79er Abi in Bonn. Wie viele Monitore hast du? 3. Das ein links sein. Das ist echt relativ schwer. Ja, ich glaube, das soll mit das Schwerste sein, was es gibt, so wie ich das gehört habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das sagt man irgendwie so, glaube ich. Ein Hauptschulabschluss in Bayern ist so wie ein Abitur in Brandenburg. Wie ein Abitur in Bonn. Jetzt habe ich mich gerade selber gedisst. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Gesamtschule Hennes. Dann rechts an Mitte. Ja, warte mal, was? Ein links, ein rechts, ein Mitte. Hinter einem Pärchen an der roten Ampel. Beide sagen gleichzeitig grün. Sie, Chips Cola verhext. Oh mein Gott. Er, aber du hattest mich doch schon längst verzaubert. Sie küssen sich. Ich übergebe mich. Boah. Ein Wort. Ekelhaft. Anscheinend lassen ca. 30% der Haustierbesitzer ihre Tiere bei sich im Bett schlafen. Das habe ich dann auch mal ausprobiert. Mein Goldfisch ist jetzt tot. Raus. Hab mein Brot gerade 12 Minuten auf Licht aufgebacken. Und an der Stelle eine ganz kurze Schweige. Das könnte ich sein. Sekunde, für all diejenigen, darunter zähle auch ich, die ihre Pizza schon mal auf Licht aufgebacken haben. Gerade das Auto. Das ist nicht passiert. Das ist abgewürgt. Aber wir auch. Meine kleine Schwester, 15 neben mir. Du bist so hässlich, bei dir kommt nicht einmal die Kupplung. Mit 15. Richtige Gisela. Einfach zerstört. No front. Ich glaube, das ist der krasseste Front, den ich jemals gehört habe. Gerade 2 Jugendliche im Bus. A. Wusstest du, dass es eine Stadt gibt, die Tokio heißt? B. Krass wie die aus Haus des Geldes. A. Ja, Mann. Geografie, Note 6. Wenn man den Jungs jetzt... Und es gibt diese Leute wirklich, ne? Ich habe das gerade gar nicht gecheckt. Wie gesagt. Na. Ich hab den Witz nicht verstanden gerade. Ist auch noch erzählt, dass es eine Stadt gibt, die Helsinki heißt. Was ist denn dann los? Ich muss noch zum Frauenarzt das Rezept für die Pille abholen. Du machst die selber? Mein Freund, ganz hübsch, aber manchmal etwas langsam. Manchmal etwas langsam. Der Typ ist ganz hinten, der denkt, dass du dir die Pille selber kochst, Mann. So blöd kann keiner sein. So blöd kann keiner sein. Meine Schwester, wenn ich heirate und mein Bräutigam weint nicht, während ich zum Altar schreite, drehe ich wieder um. Unser Bruder. Und an der Stelle bin ich auch mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da. Am Samstag werden wir Besuch von Außerirdischen bekommen. Na dann. Verstehe ich nicht. Da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ja, ja, gut, das ist ja easy, Alter. Aber großen Zeh. Wer ist das? Ich habe das gerade nicht verstanden, was er gesagt hat. Ja, aber wer ist das? Weiß ich nicht. Slenderman?
Auf die Seite? Ich mach lieber auf die Seite. Okay, ich fang an. Wir machen alle zusammen, alle drei zusammen. Okay, alle vier gleichzeitig. Ich hab auch schon mal. Was ist los? Oh, Sascha! Jemand ist reingeschlagen! Hä? Ich hab das gerade gar nicht gecheckt. Ja, Leute, ich hab, was war da gerade? Ist da irgendjemand Fremdes einfach ins Lager gekommen? Ich glaube schon. Loft. Wieso Loft? Hä? Hä, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Wir haben es nicht gecheckt. Der Typ einfach aus dem Wasser gekommen, der gehört nicht dazu. Achso. Also doch jemand Fremdes, der einfach ins Lager gekommen ist. So mitten in der Nacht kommt er aus dem See raus. Und keiner interessiert es aber so. Okay, schöne Grüße an Sascha. Checkt auf jeden Fall Sascha aus.